Leute, was ist mit Conor McGregor los? Er wurde einfach gestern oder heute in der Früh eiskalt ausgenockt von Dustin Poirier, ja. Ich habe wirklich alles erwartet, aber das nicht, ja. Ich hätte nicht gedacht, dass Conor McGregor ausgenockt wird. Und ja, was ist mit Conor McGregor los? Das ist die Frage, die ich mir stelle, Leute. Irgendwie ist er nicht zu wiedererkennen, ja. Er war auch in Pressekonferenzen und so auch sehr, ja, komisch anders, ja. Er war sehr respektvoll, das finde ich gut, ja. Aber trotzdem, diese Sticheleien, die er früher gemacht hat, ja, ein bisschen, nicht Beleidigungen, sondern ein bisschen so provozieren, das hat gefehlt, ja. Er war irgendwie viel zu nett zu Dustin Poirier und das war ein bisschen auffällig, ja. Und ja, wer weiß, welche Gründe es hat. Vielleicht will er sich einfach nur ändern, ja. Versuchen, einen neuen Weg einzuschlagen. Das kann alles sein. Und ja, Leute, der Kampf verlief so. Dustin Poirier, wie ich es erwartet habe, hat versucht, den Takedown zu machen, ja, am Anfang. Ist ihm auch gelungen. Aber er hat ihn nicht lange am Boden halten können. Das war auch die Frage, die ich mir gestellt habe. Ist Dustin Poiriers Ringen so gut, dass er auch, oder sein Bodenkampf, dass er Conor McGregor am Boden halten kann, kontrollieren kann? Und ja, war es nicht. Ja, Conor ist wieder aufgestanden und sie haben dann wieder in Stand weitergekämpft. Und ja, Dustin Poirier hat diese Kicks zu Conors Bein gemacht die ganze Zeit, ja, die ihn dann auch den Sieg gebracht haben, muss man einfach so sagen. Ja, er hat sein Bein auseinandergenommen und Conor McGregor, hat man schon langsam gesehen, hat gehumpelt, ja, hat sich schwer getan, wurde unkonzentrierter. Und ja, am Ende war das der Sieg für Dustin Poirier, ja. Wegen Conors Beine, ja, weil er sich da verletzt hat und nicht mehr bewegen konnte, ja, und das ist sehr wichtig. Conor McGregor ist einer, der sich gerne bewegt und so, ja, und er konnte es nicht, ja, und das hat ihn den Sieg gekostet dann am Ende. Und ja, Dustin Poirier, muss man sagen, echt Respekt. Er hat echt Mut bewiesen, ja, er ist nach vorne gegangen, hat draufgeschlagen auf Conor McGregor, bis er zu Boden gegangen ist und ihn sogar ausgenockt. Ja, meiner Meinung nach war das ein Knockout, nicht TKO, weil Conor war kurz schlafen, muss man sagen. Ja. Er ist kurz eingenickt, nicht lange, aber kurz. Und ja, Poirier hat verdient gewonnen am Ende. Ja, und Conor McGregor hat sich verändert. Ich finde, er ist nicht mehr so hungrig wie früher. Ja. Ich finde auch diese Entscheidung, dass er seine Kinder und ganze Familie dort mitgenommen hat, auch nicht gut. Ja. Er war die ganze Zeit abgelenkt, meiner Meinung nach. Ja. Er hat die ganze Zeit mit seinen Kindern gespielt und war abgelenkt. Er hätte sich viel mehr auf den Kampf konzentrieren müssen. Und ja, und Dustin Poirier war extrem auf den Kampf konzentriert. Ja, hat man gesehen in Pressekonferenz überall. Er war sehr konzentriert und hat das gut gemacht. Und ja, Conor McGregor ist einfach nicht mehr so hungrig wie früher, habe ich das Gefühl. Er muss vielleicht versuchen, ein bisschen wieder der Alte zu werden, ja, sonst wird es für ihn schwer. Und ja, jetzt steht es 1:1. Einmal Sieg für Conor, einmal Sieg für Poirier. Meiner Meinung nach sollte es noch einen Kampf geben. Das wäre sehr, sehr interessant, weil ich finde immer noch, Conor McGregor ist der bessere Boxer, ja, finde ich immer noch, auch wenn er ihn ausgenockt hat. Das ändert nichts daran, dass er der bessere Boxer ist. Und ja, es wäre sehr interessant, noch einmal diesen Kampf zu sehen. Conor, muss man natürlich sagen, hat alles, was er erreichen kann, eigentlich erreicht. Er hätte auch zurücktreten können, aber er hat gesagt, er möchte noch weiterkämpfen, weil es ihm Spaß macht und ja, weil die Highlights bleiben, ja. Er möchte sich später, wenn er älter ist, seine Kämpfe anschauen, ja. Ist natürlich verständlich. Und ja, viele meinten jetzt auch in Facebook und so, habe ich Kommentare gelesen, dass Conor überbewertet sei, dass er gar nicht so gut ist und so. Und Leute, das ist absoluter Blödsinn. Wäre er überbewertet oder so, wäre er niemals in zwei verschiedenen Gewichtsklassen Champion geworden. Ja, niemals. Er hat Jose Aldo und diese ganzen Kämpfer da besiegt. Und das ist nicht einfach, Leute. Ja. Er ist niemals überbewertet. Er ist ein sehr guter Kämpfer. Immer noch, ja. Und ich bin mir sicher, dass er noch zurückkommen wird, ja. Die Frage ist, gegen wen? Vielleicht kämpft er wieder gegen Dustin Poirier. Kann auch sein, gegen Nate Diaz vielleicht. Mal schauen, wen er als nächstes bekommt. Und ja, ich war gestern echt schockiert, Leute, als er ihn ausgenockt hat. Aber ja, das ist MMA, Leute, da passiert vieles Unerwartetes und deswegen ist diese Sportart auch sehr, sehr geil, ja. Ja, Leute, mal schauen, wie es mit Conor McGregor weitergeht. Ich bin echt gespannt, ob er noch kämpfen wird oder zurücktreten wird. Mal schauen. Leute, das war's mit dem Video. Wir sehen uns das nächste Mal, Leute.